Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Folge Let's Play Total War Rome 2. Wir nehmen Andy, aka Ferrari, und wir sind immer noch dabei, wie ihr sehen könnt, das großgermanische Reich zu vergrößern. Und ich überprüfe gerade die Truppenstärken. Wie wir sehen können, sind die Goten hier immer noch im Krieg mit den Cheruskern. Unsere Truppen stehen da oben vor den Aesti oder Aesti. Und die sind schon recht stark. Hier können wir Ackerterrassen, aber eigentlich haben wir keine Nahrungsprobleme. Ja, beenden wir die Runde, schauen mal, was uns baldig erwarten wird. Natürlich wird eine große Schlacht kommen, die vor uns steht, wenn wir unseren germanischen Truppen da oben bei den Aesti einfallen werden. Und ich gehe mal davon aus, dass wir sie kurzerhand mit voller Waffenstärke und brutalster Stärke und Macht einfach niederringen werden. Denn eigentlich sollten sie keine Chance geben, uns haben. Eigentlich. Truppenstärke ist viel besser. Vor schon abgeschlossen. Okay. Autorität. Wird immer aber immer geschätzt, ja. Ja, ersetzen kann man machen, oder? Ja. So. Jetzt erstmal gucken, ob wir hier was verbessern können. In unserer quasi Not, oder besser gesagt, in unserem Sorgenkind im Reich. Denn Brutzis ist noch nicht die am besten ausgerüstete und ausgebaute Stadt. Aber Nahrung brauchen wir nicht wirklich. Und ich mache die barbarische Stadt, die braucht jetzt dann noch 5 Runden. Weil immerhin steigt das die Wirtschaftsstärke des Landes. Kasurgis ist eine Vorzeigestadt, genauso wie Nupfodum. So, hier unsere Truppen. Die Herrscher des Odin, außerordentlich stark, mit vielen Odinsspeeren. Und den hier auch, das ist einfach eine pure Macht, die da auf den Feind auftrifft. Militärsabotage oder Attentat, was haben wir denn hier? Alles natürlich prozentual nicht sonderlich hoch, das lohnt sich eigentlich gar nicht, aber man kann es versuchen. Die Prozente sind einfach so niedrig, weil unser anderer Spion war natürlich deutlich besser, ist aber leider gestorben. Ja, schlug fehl, bei 40% muss man das natürlich auch erwarten. Schwach, nicht sonderlich stark. Der einzig starken hier sind die irren Plünderer und ich weiß nicht, ob diese Angriffsplünderer hier auf den Schiffen überhaupt an Land können. Ich weiß nicht, ob das reine Schiffe sind. Oder ob die irgendwie am Land kämpfen können. Das ist echt eine Sache. Da weiß ich nicht, wie es ist. Aber selbst wenn die an Land könnten, müsste ich die Schlacht noch locker gewinnen. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie es nicht können. Hier, das ist unsere Front. Hier ist die starke Kavallerie-Streitkraft. Hier eine Frontverstärkung mit Odins Speeren. Und das ist einfach eine pure Macht, die Odins Speere. Die halten vorne einfach alles ab. Da kommt nichts durch. Die sind stark. Die sind kampfstark. Die halten eine Menge aus, während von hinten massenhaft Steinschleuderer die gegnerischen Truppen niedermetzeln werden. Und wenn die Feinde erstmal in Kämpfen mit unseren Odinsspeeren verwickelt sind, wird dann die Kavallerie von hinten kommen und sie einfach niederbrechen und niederringen. Was haben wir hier? Kettenpanzer der Infanterie und da. Eigentlich hätte ich gerne dieses Holzfäller-Ding hier, denn wenn wir das weiter ausbauen, bekommen wir Bogenschützen. Deshalb machen wir die Notfallmaßnahmen, damit wir das bauen können. Eben aufgrund dessen, da wir Bogenschützen... Was ist das hier? Einfluss ältere Stammesanführer. Nur 59% Ragnacher General. Interessant. Interessant. Ja, wir sind beachtenswert, unser Imperium. 3 von 6 Armeen könnten wir jetzt innehalten, aber natürlich... Eigentlich brauchen wir das noch nicht, aber wir könnten definitiv einen Zwei-Fronten-Krieg führen. Aber dafür ist unser Land auch noch wirtschaftlich noch nicht stark genug. Hier sehen wir auch noch mal die politische Sache mit den unserer germanischen Föderation. Wir sind im Krieg mit Budini, Aesti und Sklaven. Produzieren Leder und importieren Eisen und Blei. Also wir haben eine einigermaßen gute Handlungsbeziehung hier mit den Rätern.
Denn die produzieren eben Eisen, holen von uns Leder. Das bringt natürlich immer gut zusätzlich Geld. Die Götter lassen mich Mit denen euch können wir, wir können mal gewöhnen, gucken, ob wir noch aber vergeudet weitere nicht meine Zeit mit leeren Handelspakte Worten. machen, aber das scheint gar nicht zu gehen, weil die gar nicht. Wahrscheinlich geht es nur mit Ländern, die direkt an uns angebunden sind, an unser Reich. Und das sind die Erisii sind, nein, die Frisii sind das nicht. Da ist noch eine andere. Die Cherusker sind noch dazwischen. Was ist mit den Eraviskern? Mit denen betreibe ich schon Handel und die. Die Götter lassen mich euch Sind zugehören, die? aber vergeudet nicht meine Zeit mit leeren Ja, Worten. mit denen geht's auch nicht. Aber die sind auch sehr unfreundlich mit uns. Daran kann es dann auch liegen. Naja. Wie gesagt, mit den Rätern haben wir ja schon. Mit den Goten sowieso. Den Eraviskern auch. Da haben wir, glaube ich, alles ausgeschöpft, was wir im Moment an Handelsbeziehungen machen können, um unser Einkommen zu erhöhen. Deshalb. Ich bin sicher, ihr Ja. habt viele Nettigkeiten für mich, aber bitte lasst das. Sprecht von Fleisch, nicht von Honig. Ah, mit den Preukii. Ist Versuch wert, aber das werden die nicht annehmen. Das ist einfach unwahrscheinlich. Wenn ich mit. Aber warum kann ich mit den Preukii. Sind die da mein Land ange. Ja, die grenzen da oben an. Okay, das ist doch größer, als ich dachte. Das bringt ja Was läuft der hier Typ, weiß ich nicht, was bestellt? er bringt. Aber wir müssen uns jetzt hier mal oben anschauen, wie am besten wir die Angriffspläne machen werden. Und die armeische Aufstellung ist eigentlich gut. Große Armee, etwas kleinere Verstärkungsarmee und Kavallerie, die kann das locker niederringen. Wie gesagt, das einzige Problem sind hier diese keltischen Stammeskrieger. Das ist das einzige, was mir Sorgen machen könnte. Betonung auf könnte, wenn sie denn an Land kämpfen könnten, wovon ich nicht mal ausgehe. Und selbst wenn sie es können, werde ich trotzdem eigentlich gewinnen. Dann sollte ich zumindest gewinnen. So, das dem steht eigentlich nicht ins Weg. Ich habe Odins Speere und die haben noch die billigen Standardeinheit, die Odins Speere, die werden die so lange aufhalten und niederringen und niedermetzeln, während meine Steinschleuder einfach so viel am Material auf die feuern werden. Es wird ein Blutbad. Meine Kavallerie ist sowieso. Das sind eine Menge Kavallerie, eine Menge starke Kavalleriestreitkräfte, die einfach niederringen werden können. Oh, haben die Goten da oben links die Hauptstadt der Karuska da eingenommen oder was das da ist? Das ist interessant, da haben die Goten auch mal was gemacht. Oh. Wir brauchen Führungsmann, ist der tot? Okay. Das ist interessant. Welchen nehmen wir denn? Ist eigentlich egal, ja. Eigentlich ist es egal. Politische Intrige. Wahrscheinlich ein Spion oder sowas. Naja. Egal, 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 würde ich mal sagen. Doch, das sind hier die Goten. Ja, haben die Goten gute Arbeit geleistet. Dieser eine Trupp, da wird wohl auch nichts bringen, der Cherusker. Nee, da haben die Goten echt gute Arbeit geleistet. Schwert und So, hier die unsere Armeen. Unser großer Stolz. Hier Kasurgis, auch eine Stadt, auf die man stolz sein kann. Ich könnte eigentlich überall noch Nahrung, aber wir produzieren 23 Nahrung pro Runde. Das ist eigentlich wirklich genug. Und die Nahrung bringt eben auch immer öffentliche Ordnung weniger. Und das muss eigentlich nicht sein. Eigentlich ist es das nicht wert. Aber hier mache ich 6 öffentliche pro Runde. Aber ich lasse es. Lupfurdum, unsere Hauptstadt. Weil ich kann überall nicht mal viel machen. Hier würde ich gerne die Pferdezucht erweitern, aber wie gesagt, nicht genug Geld. Ich muss auch meine Armee unterhalten. Das ist auch kein sehr günstiges Unterfangen. Setzt euch und teilt mein Feuer. Für den Sturm! Und jetzt Angriff. Niemand wird entkommen! Wir haben 1297 gegen. Für. Hä? Warum ist unsere Verstärkung nicht dabei? Nee, das habe ich jetzt da. Umstellen wir Sie lieber sollen nur. vor uns niederkeuern. Warum kommen unsere Truppen denn nicht mit? Ist aber komisch. Das können wir nicht. Gepriesen sei der Allvater.
Wie kann ich den Allerhöchsten? Aber die können da auch nicht hingehen. Das können wir nicht tun. Hä? Nicht möglich. Kann die Kavallerie da nicht... Steht da der Spion dazwischen oder was? Warum kommt die Kavallerie da denn nicht hin? In den Kampf! Das können wir nicht. Ich erwarte... Das können wir nicht. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Warum die da nicht hinkommen? Ist er echt an dem Spion oder so? Aber ich habe meine Verstärkung einfach nicht. Warum denn nicht? Der hat da alles, aber irgendwie, ich habe meine Verstärkung nicht. Soll das mal einer verstehen? Ja, das würde ich auch überall. Knappe Niederlage, entscheidende Niederlage. Nee, das würde ich verlieren. Das ist, hä? Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wir werden diese Sammlung für den Stamm annehmen. Bereit. Das. Aber ich kann die da nicht hinschicken. Warum geht das denn nicht? Was kann ich noch tun? Ja, ich greife mal den Spion da an. Vielleicht steht der echt irgendwie im Weg und blockiert die. Ich weiß es gar nicht, aber ein Versuch ist es zumindest wert. Kann mal gucken, was draus wird. Es ist vollbracht. Ja, nur verwundet, toll. Vielleicht können sie jetzt durch. Nee, immer noch nicht. Nee. Das können wir nicht. Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Nicht möglich. Bereit zum Kampf. Gut, dann schicke ich die einfach mal so nah ran, wie es geht. Sei der Allvater für den Stamm. Aufregung. Ja, so nah ran, wie es geht. Auf den Weg. Mehr kann ich ja jetzt auch nicht machen. Und dann schaue ich mal, wie es nächste Runde aussieht, ob ich dann mit allen angreifen kann. Weil dann sähe das Ganze auch schon anders aus. Oh, die feindlichen Streitkräfte greifen an. Ah, jetzt habe ich meine Verstärkung. Verteidigt gegen die Aesthetia. Ja, jetzt habe ich meine Verstärkung. Jetzt werde ich das auch machen. Wie viel sagt das hier? Pyrrhus-Sieg. Überall ist ein Pyrrhus-Sieg. Gut, dann werde ich das mal selbst führen und hoffen, dass es bei mir... Also ich... Der hat nur Standardeinheiten. Ich werde ihn brutalst niedermetzeln. Ich habe 2497 Einheiten und der hat 2360, aber ich bin militärisch mit Odins Speeren und meiner Aufstellung meiner Ansicht nach einiges dem so weit voraus. Das werde ich packen. Schlacht vom Mons Regius, 211 vor Christus. Germanische Konföderation gegen die Aesthetii oder Aesthetii. Die Schädelbrecher gegen die Garnisonsarmee. Verbündete der Garnisonsarmee sind Thors Hammer. Die hölzernen Männer und die Blutgeschworenen wären die Schädelbrecher als Verbündeter, die Herrscher des Odin und die schrecklichen Berserker. Und die schrecklichen Berserker sind die brutale Kavallerie. Die Herrscher des Odin sind auch ein Mix aus Odins Speeren, die nicht zurückweichen werden, hart kämpfen werden, unterstützt von Steinschleudern. So, wir sehen schon alles kaltes, karges Land hier. Ja, wie ist die Armeeausstellung? So ist eigentlich okay. Odinsperre stehen vorne. Bevor wir unsere Armee bewegen, wir verteidigen ja gegen den Gegner. Das bedeutet, wir müssen jetzt nicht unbedingt nach vorne rücken. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, aber erstmal können wir... Ah, da hinten, doch, da kommen doch Schiffe, aber sind nicht sonderlich viele, glaube ich. Ja, unsere Kavallerie ist angekommen. Wir hungern nach Blut und Kampf. Berittene Kundschafter! Später, wenn wir Adelsreiter oder so haben würden, die richtige Bastard, die geknallharte Armee, dann können wir echt alles brutals niedermetzeln. Aber wir positionieren so die Kavallerie erstmal seitlich, während wir die beiden Hauptarmeen zusammenführen. Die Artillerie, also diese Katapulte, werden wir, glaube ich, erstmal nicht gebrauchen können. Ja, irgendwie gefällt mir... Ja, auf jeden Fall, die Artillerie kann zurückbleiben. Die Artillerie brauchen wir im Kampfgefecht nicht so ganz hier. Also man sieht es, Paddelboote... Söldnersperrbrüder. Aber die sollten eigentlich kein Problem sein. Reiter.
Ah, die strategische Kampfkarte ist auch sehr interessant. Kann man das von oben genau beobachten, natürlich auch die Entfernungen gut im Blick haben. Ich denke, dass das so eigentlich ganz gut aufgestellt sein sollte. Ja, da kommen die Schiffe, hier die Kavallerie, die erstmal so seitlich bleibt, damit sie dann von der Flanke aus den Gegner von hinten attackieren kann. Es wird nämlich der Plan sein, wenn die Hauptarmeen aufeinandertreffen und die Kavallerie eben so der Seitenstoßhammer ist. Das ist hier, das ist ein kleiner kläglicher Trupp, eher lächerlich. Ah doch, da sieht man jetzt noch mehr. Aber immer noch nicht sonderlich groß. Geschosse bereit! Steinschleuderhaar! Steinschleuderhaar! Wir sind der Vor! Und wir machen jetzt erstmal Steuerungsgruppen für unsere... Wir stecken ihnen mitten ins Herz. Steinschleuderer. Also für unsere Bogenschützen. Die Kavallerie ist Steuerung 1, die Bogenschützen ist Steuerung 2. Jetzt machen wir die Nahkampfeinheiten, die Odin-Speere. Die setzen wir alle auf Steuerung 3. Und dann machen wir noch eine Steuerungsgruppe für... Doch, ja, so ist gut, so ist gut. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. So, jetzt können wir nämlich die bessere Titel ausstellen. Jetzt stehen nämlich hier die Nahkämpfer schön in einer Reihe, die Odins Speere, damit sie dann auf den Feind vorbereitet sind und die natürlich die Bogenschützen dahinter. Am besten in einer weit gefächerten Reihe, damit sie ihre Effektivität an Masse gut ausspielen können. Und die beiden Generäle, die können sich dahinter irgendwo positionieren. Ja, und hier ist die Kavallerie, die kann wieder ein bisschen vorrücken, damit sie dann, wenn sie in den Kampf mit reinkommen sollen, nicht zu weit entfernt liegen. Ja, die Balliste kann eigentlich da hinten bleiben. Mit der können wir jetzt sowieso nicht so viel anfangen, weil auch die Kollateralschäden einfach auch zu hoch sind, wenn unsere Einheiten im Kampf sind und die Katapulte feuern. Es sind gewisse Kollateralschäden, die nicht eingegangen werden müssen unbedingt. Und daher kann man von dessen Effektivität zumindest absehen. Hauptsächlich ist die Balliste natürlich bei Belagerung gegen Gebäude oder Mauern oder so gut. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Bisher habe ich es zumindest noch nicht gesehen. Und da ist die feindliche Kavallerie. Ich weiß noch nicht so genau, was die vorhaben. Da auf der linken Seite bricht eine Kavallerie vorne, auf der rechten auch. Die wollen auf meine Bogenschützen. Man sieht's, aber die linke Kavallerie geht zurück, die rechte wird von meiner Kavallerie abgefangen. Oder? Doch, sie geht doch in den Kampf. Ja, jetzt habe ich beide in den Kampf verwickelt. Unser General wird angegriffen. Ja, und ich habe den General in den Kampf geschickt. Das ist ein kleiner Unterschied. Oh, oh, da kommen die feindlichen Truppen jetzt angerannt. Gut, da kann ich mit meinen Odinssperren jetzt eigentlich reinbrechen. Oh, oh, da wollen sie von der Flanke kommen. Die Kavallerie wieder. Wenn ich sie abfange, diesmal mit Odinssperren. Da wird die Kavallerie nicht sehr effektiv eingesetzt von den ASDI. Ich kann es auch gut abfangen mit Odinssperren. Das ist schön. So, da an der Seite kommen Bogenschützen, die stehen aber recht ungeschützt und frei. Nicht so eine effektive Aufstellung, würde ich eigentlich sagen. Allgemein ist der Gegner nicht so gut aufgestellt, denn meine Odinsspeere stehen vorne stark und die
Bogenschützen können ihre Effektivität, nicht Bogenschützen, die Steinschleuderer können ihre Effektivität entfalten. Und da ist eigentlich schon die größte Teil der gegnerischen Armee zerrieben. Die Kavallerie bricht, wie ihr sehen könnt, perfekt von der Seite rein. Da werden viele feindliche Soldaten sterben. Das ist effektiv gut umgesetzt. Das muss ich mir schon eingestehen. Ja, da sinkt auch die Moral des Feindes. Und da kauen die Steinschleuder ab. Ich glaube, es wäre vielleicht geschickt, dass wir unsere Truppen gewisserweise neu formieren, besonders weil sich die Truppen von der Küste nähern. Deshalb ziehen wir uns mal zurück, verfolgen die nicht weiter. Nur höchstens mit der Kavallerie, aber unsere Hauptarmee muss ich jetzt mal neu formieren. Nee, die andere Armee ist da zu nah dran. Aber okay, die Kavallerie kann jetzt noch angreifen. Aber unsere Hauptarmee sollte sich hier jetzt mal neu formieren. Ulins Speere wieder so die Frontalspitze. Ah, und da hinten ist wieder Kavallerie von der Seite. Meint sie, könnte vielleicht was machen. Da werden wir mit unserer Kavallerie dicht machen. Und die Bogenschützen werden sich hinter den Ulins Speeren wieder platzieren. Um diese herannahenden Einheiten gut abfangen zu können. Sowohl die hier unten, als auch die, die vom Wasser kommen. Was ist da hinten? Germanische Steinschleuderer. Was machen die denn da hinten? Die sollen doch hierher kommen. Hä? Keine Ahnung. Deserteure oder was? So, die Kavallerie da in den Wald, damit sie nicht vorne direkt im Kampf geschehen ist. Wie gesagt, Kavallerie ist keine Frontalangriffseinheit, sondern eher eben so ein Ass im Ärmel, um dann eben noch die bereits kämpfende Hauptarmee kampfesstärkend zu unterstützen von Seite oder auch dann von hinten, um eben dann doch den einen Feind, wenn er im Kampf ist, dann doch eben unvorbereitet zu überraschen. Wir sehen mal die feindlichen Truppen nicht sonderlich stark, würde ich sagen, insgesamt von der Kampfesstärke. Kommt Kavallerie, aber ich will im Moment nicht in den Kampf verwickelt werden mit dieser Kavallerie. Da werden unsere Odins Speere reingeschickt. Da sind zwei Kavallerie-Bataillone. Oh, das eine ist durchgekommen. Da muss unsere Kavallerie jetzt schnell agieren. Kriegen sie die, bevor die in meine... Ich hoffe, die kriegen die. Ja, sie kriegen die. Oh, da kommt noch ein Kavallerietrupp. Aber der konnte auch abgefangen werden. Gut, jetzt hat sich das alles hier etwas nach vorne verlagert. Kampf geschehen. Die feindlichen Kavallerieangriffe haben es zumindest etwas geschafft, meine Flanken etwas zu öffnen. Aber es bringt ihnen jetzt auch nicht mehr so viel. Vorne hat sich so ein Kampfesballen gebildet. Aber die feindliche Kavallerie ist ausgeschaltet. Ah, der feindliche General ist tot. Das ist sehr gut, das wird die Moral der Gegner sehr gut schwächen. Dann können wir mit der Kavallerie weiter nach vorne arbeiten. Können wir ja hier im Hauptkampffeld sind die Hauptkampfgruppen der Odins Speere im Kampf. Da kommen noch mal ein paar Einheiten, aber die werden auch nicht mehr viel machen. Und hier hinten sehen wir schön die ganzen Steinschleuderer, die der Kavallerie eigentlich nichts entgegenzusetzen haben. Kavallerie haben die echt gar nichts entgegenzusetzen. Ja, die hat ist schon von Anfang an bei unseren Gunsten die Schlacht. Die Kavallerie, die kann da perfekt die Steinschleuderer ausschalten, die im Nahkampf absolut nichts drauf haben, insbesondere nicht gegen Kavallerie. Und da flüchten sie auch. Und jetzt, wo wir echt so in Führung sind, können wir es auch wagen, mit der Kavallerie in feindliche, stärkere Speereinheiten reinzubrechen. Von hinten, von der Seite geht's natürlich. Das können wir uns erlauben, das ist okay. Und da sind unsere Truppen. Der feindliche General ist
Ja, noch ein General tot. Die Kavallerie hat einen guten Job gemacht. Hier sehen wir das Kampfgetümmel. Und da sehen wir viele flüchtende feindliche Einheiten. Ich glaube, das ist ein grandioser Sieg. Und jetzt kommt die Kavallerie nochmal hinten in den letzten verbliebenen gegnerischen Truppen von hinten reingebrechen. Da sehen wir es. Ein Gemetzel. Ich würde sagen, das habe ich eigentlich ganz okay strategisch gemeistert und gewonnen. Sieg! Auch wir haben auch eine Errungenschaft erzielt. Jetzt würde ich mal gerne gesehen, wenn ich es vom Computer berechnet haben hätte, hätte ich 2100... So, ich habe nur 354 Einheiten verloren und 2012 getötet. Ich würde sagen, das ist eine ultra geile KD. Jedenfalls für mich, der noch nicht so der Total War Profi ist, finde ich eigentlich, dass ich die Schlacht ganz gut gemeistert habe. Wenn ich es vom Computer hätte machen lassen, hätte ich 2000 Einheiten verloren. Was soll ich denen gefangen wir töten, ja. Die lassen wir hinrichten. Mit denen können wir nichts anfangen. Sklaven brechen nur die Morado freilassen. Das wäre ja beschämend, wenn wir die freiließen. Das geht ja unter die Würde unseres germanischen Reiches. Ich sag mal so, das sind ja alles barbarische Völker hier. Und die können wir eigentlich umbringen, wenn wir später vielleicht zivilisiertere Provinzen angreifen. Wie zum Beispiel Rom oder so. Dann würde ich sagen, dann wäre es vielleicht doch etwas unangebracht, die hinrichten zu lassen. Da können wir die entweder als Sklaven oder als freilassen, dafür, dass sie ehrfürchtig für ihr Vaterland gekämpft haben gegen uns. Notfallmaßnahmen sind erforscht, aber solche barbarischen Aesti, die brauchen wir nicht wirklich. Die können wir hinrichten. Oh, hier sind noch ein paar Einheiten. Angriff! Oh, direkt nochmal Angriff. Wie viel ist das denn? 400 irgendwas Einheiten gegen... Ja, da überall haben wir verbleibende Einheiten. Komm, das können wir vom Computer berechnen lassen. Das müssen wir jetzt nicht auch noch selbst führen. Und da sind die Gegner tot. Auch die Schlacht souverän gewonnen. Was haben wir verloren? Ja, so ein bisschen was. Wenn ich selbst geführt hätte, hätte ich bestimmt weniger verloren. Aber dann hätte ich jetzt nochmal so eine Schlacht machen müssen. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Das können wir nicht tun. Ich sehne mich nach einem Kampf. Was ist da? Oh, lächerlich. Ich erwarte eure Befehle für den Allvater. So, 806 Einheiten. 99% verbleiben. Ich denke mal, das können wir machen. In den Kopf. Nice. Das haben wir verloren. 6 Einheiten. Ha. Lächerlich. Und da steigen unsere Generäle auf. Sind jetzt beide aufgestiegen. Was können wir hier machen? Was Neues? Admiral, Kriege, General. General ist bestimmt gut. Und hier. Ja, Kommandant. Bewegt euch. So, jetzt hat der Gegner da noch seine Flotte stehen, aber die, ja, die irren Plünderer, toll. Boah, die bringen dem jetzt auch nicht mehr so viel. Was gibt's denn hier? Barbarisches Dorf, Rinderfarm, Pferdezucht und Fischerei, wie es scheint. Okay. Aber die Pferdezucht brauchen wir nicht, da wir die ja schon in einer unserer Provinzen haben. Die Rinderfarm brauchen wir, die eigentliche Nahrung brauchen wir nicht wirklich. Die brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich produzieren wir genug Nahrung in jeder Runde. 36 mittlerweile schon und hier können wir jetzt, was machen wir denn? Was machen wir denn? Kriegsübungen, Kriegerkodex. Kettenpanzer der Infanterie, genau, das ist eine gute Sache, denn den brauchen wir ja auch für irgendwie in Lupfodum, um da was zu verbessern. Jetzt müssten wir hier doch eigentlich, können wir jetzt diese Holzfarm bauen? Genau, wir können Holzarbeiter bauen, was bedeutet, die Bogenschützen, die germanischen Bogenschützen sind auf dem Weg. Dafür haben wir nicht mehr genug Geld. Aber vielleicht können wir ja noch politisch-diplomatisch irgendwas lösen. Hier sehen wir schon mal unser gesamtes Reich. Ich glaube, wir beenden auch die Folge für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir können vielleicht noch mal kurz politisch hier noch mal was gucken, ob wir die Goten jetzt endlich in unser großes Reich eingliedern können. Wenn nicht, dann ist es auch eben nicht so. Wir können hier noch was verbessern, den Schrein des Tür.
Aber die Goten so, die sind auf jeden Fall extrem ich freundlich freue mit mich, uns. Eure weisen Worte zu hören. Kooperation beitreten. Wahrscheinlichkeit ist immer noch niedrig. Schade, schade. Hätte mich gefreut. Aber unten rechts seht ihr nochmal unser großes germanisches Reich. Es wächst und haut rein, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Wir wachsen, wir werden größer. Siegt im germanischen Reich. Ciao.